Hallo, willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within, zu einer Entführungsmission, wo wir schon einige neue Leute mitnehmen, unter anderem unsere neue Soldatin Annette Durand und natürlich auch Wolf und naja, Aldaros ist ja schon ein alter Bekannter. Zum Einsatz, Strike One. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Die Entführungen durch die Aliens werden von Tag zu Tag dreister. Uns erreichen Berichte von Angriffen am helllichten Tag. Wir sind die einzigen, die dieser Bedrohung etwas entgegenzusetzen haben. Daher sollten wir da eingreifen. Natürlich sollten wir eingreifen. Es handelt sich wieder um so eine kleine Strip Mall, würde ich mal sagen. Also so ein paar Geschäfte aneinander gereiht. Also das ist ja gar keine Strip Mall eigentlich, aber whatever. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Tja, das Blöde an der Mission ist, dass wahrscheinlich hier Gegner sind, drinnen Gegner sind und ich die nicht separat aufwecken kann. Ja, dann lassen wir die Kacke mal dampfen, ne? Bin schon dabei, Commander. Damien, ob ihr Gegner rausgezielt. Na bitte. Das dachte ich mir doch. Dass so etwas passiert. Was ist das? Ah, das sind Mutants. Okay. Ja, zwei Raketen, das ist ganz gut, ne? Nehmen wir hier zuerst mal die Shredder-Rakete, weil ich vorhabe, da mehr zu treffen. So, wie sieht das aus? Ist nicht optimal, aber... Puh. Ist nicht so, als würde man das jetzt etwas ausmachen jetzt. Echt? Genau. Oh, ja. Ist schon gut. Vor, dass die nicht allzu lange leben jetzt. So, hallo. Also was machen wir mit dir, hm? 100% 10 Schaden. Der steht natürlich im Freien, das ist sehr gut. Dadurch brauchen wir nämlich... Achso, ich habe sowieso doppelte Portion. Passt schon. Machen wir mal das. Schauen wir mal, was uns das bringt. Nein! Er kann das... Darf da nicht wahr sein. Da läuft jetzt natürlich weiter auf uns zu. Natürlich. Oder auch nicht. Komischerweise läuft er auf uns zu. Hm, egal. Wieder mal eine Rakete. Geht sich das aus, ich alle drei treffe vielleicht? Ja, aber die beiden treffe ich. Ich glaube nicht, dass ich den Mutant dahinter auch treffe, aber ist doch egal, oder? Gleich mal die ganze Bar einäschern. So, 5. Kann ich da irgendwie reintreffen hier? Wo sind die? Ich glaube hier steht einer. Okay. Ja, das müsste sich ausgehen. Ich glaube, er hat zwar mehr als 5 HP, aber... Puh. Oh, sogar 6 Schaden. 6 Schaden, Alter, hält er offenbar nicht aus. In Bewegung. Okidoki. Hier auf Feldposten. Sie sind der Boss. Ich will so weit wie möglich nach vorne Leute aufstellen. Deswegen... Damit die Mutants nicht nach vorne laufen, also mir entgegenlaufen und dann frei auf meine Truppen schießen können, die nicht in Deckung stehen. Leider hat das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber er flüchtet sowieso, also. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Eieieiei. Machen wir mal hierher. Ich habe auch deswegen gleich zu den Raketen gegriffen, um diesen Kastenwagen da aufzuschießen. Weil der meistens sehr im Weg steht dem Sniper und. So haben wir den Vorteil, dass der Sniper jetzt deutlich mehr sieht. So, also. Geht's weiter? Das sehe ich ihn nicht. Da hinten ist noch der Sektoide. Dann sieht er sogar. Okay. Das heißt, Geo soll den auch sehen und höchstwahrscheinlich sogar einen guten Schuss drauf haben. 65. Genug für diesen Sektoiden. Gegner verlieren an Boden. Das freut mich doch zu hören. Kein Problem. Ned kommt auch mit rein. Oh, cool. Ha, okay, Moment mal. Okay, wenn ich mit Telse getroffen hätte und nicht genug Schaden gemacht hätte, um ihn zu töten, dann wäre ich mit Annette hier quasi ins freie Feld gelaufen und hätte mit Sturm und Schuss quasi fertig gemacht. Also mit einem Schuss hoffentlich dann erledigt, aber offenbar. Klappt nicht alles immer so, wie ich mir das vorstelle. Dann stelle ich sie mal daher. Das ist zwar etwas gewagt, aber dann hat die nächste Runde ein gutes Schussfeld auf den Newton, falls er noch leben sollte. Ich bin gespannt, was der Newton macht. Oh, da kommen zwei Sucher, sehr gut. Sehr schön. Und Tarnmodus war ja klar. Sag mal, was ist mit dem? Feige Sau. Das ist wieder Marty McFly. Gut. Irgendwo da müssen sie ja sein, ne? Oder der eine, der noch über ist, sagen wir so. Da ist er schon. Wer braucht denn die Kills? Shiva braucht die Kills, hätte ich gesagt. Die ist immer noch nicht ordentlich aufgestiegen. Rühren wir mal Shiva. Sehr schön. Dann stellen wir uns hierher mit unseren Mutern. Mit unserem Mac. Ausgemacht. Sehr gut. Das können wir dann gleich brauchen. Und hierher. Oh, shit. Ah ja, gut, das ist nicht so tragisch. Wo ist der andere Mutant? Es fehlt ja immer noch ein Mutant hier. Das darf nicht wahr sein. Hier hätten wir noch eine Rakete. Und zwar, das schaut ganz gut aus. Machen wir mal so. Die sehen sie nicht mal kommen. Sehr gut. Hier können wir theoretisch. Ich hätte mit dir gerne einen Abschuss, deswegen versuche ich gerade so krampfhaft irgendwie herauszufinden, wie ich da näher kommen kann. Probieren wir es mal so. Achso, die Chance ist zumindest gegeben, dass hier irgendwo der andere Mutant steht, aber wie viel HP hat sie? Ja, das müsste ich ausgehen. Selbst wenn sie in der Flanke dann steht. Was sie nicht tut. Haha. Ich flankiere nämlich. Sehr gut. Warum 6? Kann ich da hinschießen? Geht sich das irgendwie aus? Dass ich beide treffe? Offenbar nicht. Dann ist es eigentlich schon gar nicht so geil, schon egal, weil den sollte ich sowieso auch so treffen. Bleibt nur mehr ein Mutant über. Was der anstellt. Au, 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 au. So war das nicht geplant.
Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Eine sehr, sehr flotte Mission nach der etwas längeren Mission letztes Mal. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich bin beeindruckt, dass es Ihnen ohne eigene Verluste gelungen ist, so viel von der Meldsubstanz in unserem Besitz zu bringen. Und das Tolle daran, Annette ist nicht mal verletzt oder verwundet. Super. Wir haben wieder einiges an Meld bekommen. Berserkerleichen, Mektroidenkern, Zuckerworks. Sehr gut. Noch dazu, in dem Land, in dem ich die Entführungsmission absolviere, sinkt die Panik natürlich. Und nachdem sich nirgends die Panik erhöht, weil ich ja keinen Kontinent ignoriere, tja, kann ich Entführungsmissionen quasi dafür gebrauchen, um die Panik zu verringern. Wir bleiben allgemein in Kontakt, Commander. Wir sehen das hier schön. Oh, meine okay, erste okay. Untersuchung des oder auch nicht. Opfers Annette erbrachten keine Hinweise darauf, warum die Aliens ein sofort gesetztes Interesse an ihr zeigen. Doch eingehendere, strukturelle Scans ihres Gehirns deuten darauf hin, dass sie unter einem schweren Trauma leidet. Mir ist mittlerweile klar, dass sie über latente psionische Kräfte verfügt, die ganz anders als jene sind, mit denen wir es im Einsatz zu tun hatten. Ich hoffe sehr, dass ihre Erinnerung an das, was passiert ist, nach und nach zurückkehrt. Okay, wie auch immer. Was ich erzählt habe, ist natürlich Blödsinn, weil offenbar, wenn ich die Länder, die ich ignoriere quasi mit diesen Requests, da gibt es auch quasi eine ne, da erhöht sich die Panik auch um einen Punkt. Das funktioniert also dann nur, wenn ich... funktioniert gar nicht, also. Vielleicht hat das früher im Basisspiel funktioniert, dass man drei Länder im gleichen Kontinent freilässt und so die Panik sukzessive runterschrauben kann, aber es ist egal. Wir werden dadurch gleich mal alle Satelliten starten. Ehrlich gesagt. Wir haben noch... Uns fehlen ja noch zwei natürlich. Die werden erst gebaut. Panik in Australien stimmt natürlich jetzt nicht mehr. Habe ich schon den Satelliten gestartet. Endlich Titanrüstung. Forschung? Was ist da los? Genau. Ich weiß dann Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Was könnte ich da am blödesten... 7 Tage. Geisterrüstung. Machen wir das neue Jagdflugzeug. Das muss ich dann auch bauen. So, und dann. Ups. Stimmt schon. Eine Aktivität. Ja, das ist diese schwere Exalt-Laser. Die 45 Credits. Kann ich jetzt sowieso nicht, weil sie brauchen 6 und ich habe nur 5. Es könnte aber sein, dass ich den 6. bald bekomme, weil ich habe ja diese verdeckte Operation, die auch bald jetzt stattfindet und die Anfrage läuft ja 20 Tage. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. So, machen wir gleich jetzt. Momentan ist es mir egal. Also, ich will die ganze Welt abdecken. Und bekomme ich nämlich relativ viel Kohle nächstes Monat. Verdeckte Operation 3. Wie schaut es aus mit unserer Kaserne? Wer ist jetzt noch nicht verfügbar? Nur Linux? Okay, wir haben... Also all daraus können wir nicht reinschicken. Wir werden reinschicken Lawndorf, hätte ich gesagt. Psylabor. Lawndorf. Schauen wir, ob du was drauf hast. Und das war's mal. Allzu viele Soldaten sollte ich nicht jetzt quasi mit solchen Trivialitäten beschäftigen. Satellitenabdeckung verfügbar über Australien. So, dann nehmen wir wieder unser... Da haben wir wieder unsere Spionabholung. Dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Alteros nehme ich mit, Wolf nehme ich mit, Annette nehme ich mit, Gaga Google nehme ich vielleicht auch mit. Ja, das passt schon so. Man braucht nur mehr Gaga Google eine ordentliche Bewaffnung. Und zwar nehmen wir den Kirin-Panzer. Ist nicht so tragisch, was ich da jetzt. Ist nicht wirklich so wichtig, extrem wichtig, was ich genau nehme, aber. So. Was ich noch gerne machen würde, 50 Meld habe ich. Das ist etwas zu wenig, glaube ich. Schauen wir mal. Geht sich sogar. Was? Nein.
Ah, 100 Mel brauche ich für die zweite Ausbaustufe des Mech-Körpers. Ja, da muss ich einige Zeit sparen. Was natürlich blöd ist, dass ich jetzt keine Entführungsmissionen mehr kriege, wo ich sehr oft 20 Meld umsonst bekomme. Oder quasi umsonst. Ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so tragisch. So. Spionabholung. Das müsste so passen. Sieht für mich ganz gut aus. Wir werden nur Gagagugel und Sheva mit dem Platz tauschen. Da kommt Gagagugel her. Und hier kommt Sheva her. Schauen wir mal, wer ist jetzt überhaupt mit auf der Mission? Die zwei bekommen keine Erfahrungspunkte mehr. Er auch nicht, also drei mit keinen. Chili bekommt Erfahrungspunkte. Sheva. Wolf und Annette. Ja, ist okay. Das sieht mir ganz vernünftig aus. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch gleich Swerfer ins Psylabor schicken, oder? Machen wir das gleich. Dann haben wir das erledigt auch. Also Swerfer ins Psylabor. So, mit der Gruppe holen wir nächstes Mal dann Chile Next von seinem Einsatz aus ab. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.